Herzlich willkommen zu dem ersten Podcast vom Kirchenkreis Oberwangen. Wir wollen heute eine Frage beantworten, die sich im letzten Gottesdienst gestellt hat. Und dazu ist der Jamin bei uns, der Jamin Fochenow, der letzten Sonntag die Predigt halten durfte. Und der Karl-Lukas Böhlen, der Pfarrer oder unser Neupfarrer in diesem Kreis seit letztem Oktober. Und darum würde ich sagen, herzlich willkommen. Schön, seid ihr da. Hallo. Hallo zusammen. Ja, ihr fragt euch vielleicht jetzt, warum gehöre ich hier am Mittwochabend oder Donnerstagabend oder Freitagabend, wenn auch immer ihr diesen Podcast hört, Leute aus unserem Kirchenkreis. Warum gibt es diesen Podcast? Jamin, willst du da ein paar Worte dazu verlieren? Ja, ich habe das ist schnell kurz meine Gedanken zu diesem Podcast erläutern. Das Ganze hat dort angefangen, dass ich Fragen hatte vor Corona zu Predigten, wo wir noch vor Ort waren, wie auch dann, zu Live-Predigten. Und dann die aus verschiedenen Gründen nicht haben stellen. Und ich dann gedacht habe, wie könnte man ein Format machen, wo so Fragen zu Predigten eventuell im Nachhinein noch geklärt werden könnten. Und noch so als Pluspunkt wäre dann der Podcast, würde dann das Ganze, was man gehört hat in dieser Predigt, Wochenende fordern, eventuell wieder Revue passieren und vielleicht wird das eine oder das andere länger im Gedächtnis bleiben. Genau, es soll auch so ein Versuch sein, dass man da wieder ein bisschen mehr miteinander interagieren kann. Wir versuchen jetzt da mal etwas aus. Die Form, die wir jetzt da gewählt haben, die ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Wir schauen jetzt mal, wie das so ankommt und entwickeln das dann weiter und hoffen, dass wir da etwas Cooles auf die Beine stellen können. Ja, dann wollen wir doch einmal heute zurückschauen auf den letzten Sonntag. Es war ein spezieller Gottesdienst. Es war ja der Gottesdienst zum Kirchensonntag. Und da kommen klassischerweise aber Leute, also sind aber externe Leute bei uns vorbeikommen, den Gottesdienst gestalten. Und das Jahr war es jetzt anders gewesen, sondern, also, sind die Jugendlichen oder junge Erwachsene haben den Gottesdienst gestaltet. Und du hast dich ja dafür entschieden, die Predigt zu halten. Weil jetzt müsstest du die Predigt zusammenfassen in 2 bis 3 Sätzen. Wie würdest du das zusammenfassen? Ja, sehr schwierige Frage, aber ich versuche es. Grundsätzlich ist es um das zweitwichtigste Gebot gegangen, wo uns Jesus mit auf den Weg gegeben hat. Das Gebot ist ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe so ein bisschen versucht, in dieser Predigt, wo ich selber durch verschiedene Situationen das Gebot so ein bisschen falsch vermittelt bekommen habe, noch neu aufzugreifen und wirklich zu zeigen, was wir für einen Impact in dieser Welt haben, wenn wir das Gebot zu unserer Lebenseinstellung, zu unserem Lifestyle machen. Cool. Also es ist um Nächstenliebe gegangen und so deine Sicht darauf. Und zu diesem Thema haben wir auch eine Frage bekommen. Und genau wegen dem ist auch der Karl-Lukas da. Nicht, weil wir das Gefühl haben, dass du die Antworten alle gebunkert hast, sondern einfach, weil wir hier auch noch eine andere Sicht, eine fachmännische Sicht auch noch dazu haben. Und ich würde die Frage jetzt erst mal vorlesen und dann könnt ihr euch mal eure Gedanken dazu teilen. Sven, sorry, darf ich dich da gerade heute unterbrechen, bevor du die Frage liest. Ich wollte einfach Jamin herzlich gratulieren zu der Predigt am Sonntag. Ich habe das super cool gefunden, was du gesagt hast. Aber auch, dass du den Mut hast, das also vorzustehen und eben da deine
Botschaft, deine Predigt weiterzugeben. Und man hat wirklich gespürt, dass das etwas ist, was dich das Tiefste bewegt und das zweite Gebot von Nächstenliebe eben dir wirklich ein Anliegen ist. Und ja, merci vielmals, hast du das gemacht und du hast es gut gemacht. Ja, merci für die schönen Worte, dass ich da noch gut reinrutschen kann. Und es freut mich, dass das so überkommt. Gut, ja, mir hat der Gottesdienst auch sehr cool gedacht. Auch sonst Elemente haben mich sehr cool gedacht. Und dann würde ich doch jetzt nochmal starten mit der Frage. Und die Frage wäre: Hallo Yamin, hier meine Frage. Liebe deinen Nächsten und wenn ich dabei ausgenutzt werde. Bin gespannt. Finde es eine ganz gute Sache. Ein lieber Gruß. Also die Frage ist so, wenn man dann ausgenutzt wird und vielleicht geht es so zur Eröffnung, was sind jetzt so deine Gedanken dazu, Yamin? Ja, zuerst sicher mal für mich so als Laie ein sehr schweres Thema und ja, sicher etwas, wo jeder von uns schon mal erlebt hat. Ja, das ist so ein bisschen das Erste, wo mir in den Kopf gestiegen ist, als ich die Frage gelesen habe. Ja. Ja, durchaus ein schweres Thema. Karl Lukas, was sind so deine Eröffnungsgedanken dazu? Ja, also ich habe tatsächlich gemerkt, es ist eine Gefahr, ja. Man kann ausgenutzt werden. Es ist natürlich so ein bisschen halt auch die, ja, auch Bergpredigmässig, oder? Wenn die eine klappt, habe ihm noch die andere Backe her. Es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ich denke, es ist wirklich auch noch wichtig, eben das zweite Gebot im Zusammenhang vom ersten Gebot zu haben. Und das ist ja so bekannt als Doppelgebot von der Liebe. Also du sollst eben Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und nachher dein Nächster, so wie dich selber. Und dann merken wir schon, dass das Doppelgebot eigentlich schon ein Dreifachgebot ist. Und ich glaube, die gehören wirklich zusammen. Und wenn man tut eben nicht der Nächste einfach so mit Helfersyndrom lieben und wird dadurch dann eben ausgenutzt, sondern man ist irgendwo in der Beziehung zu Gott und mit sich selber. Und ich denke, das kann einem auch schützen vor dem Ausgenutzt werden. Also bei mir ist eben auch noch, ich finde es wirklich sehr spannend, die Geschichte vom im Lukas steht das Doppelgebot von Liebe vor dem barmherzigen Samariter. Und der barmherzige Samariter ist so einfach nachher so das Beispiel, wie das eben aussieht, die nächste Liebe. Und der barmherzige Samariter, der bleibt dann nicht beim verletzten Mann und kümmert sich 3 Wochen um den, sondern er zahlt einfach dem Beizer noch etwas Geld, für das er noch 2 Tage zu dem schaut. Und nachher ist es so abgeschlossen. Und das finde ich noch so spannend, dass eben die Nächstenliebe nicht zwingend einfach komplett aufopfernd ist. Ja, sehr spannend und finde ich einen sehr coolen Vergleich. Der ist zum Beispiel mir nicht in den Sinn gekommen. Ich bin natürlich direkt so, wie es wir Jungen machen, ins Internet gegangen. Nicht, dass ich alles im Internet nachschauen, aber ich habe mich so ein bisschen dort versucht zu inspirieren und habe ein cooles, altes Sprichwort gefunden, das in die ähnliche Richtung geht, wie der Karl Lukas. Das Sprichwort
wortwörtlich kann ich es nicht mehr, aber es geht darum, wenn du deinem Mitmensch einen Fisch gibst, den ernährst du ihn für einen Tag. Und wenn du ihm das Fischen beibringst, ernährst du ihn das Leben lang. Und ich habe dann, aus dem ist mir so der Gedanke gekommen, dass wir ja von unserem Vater einen Verstand geschenkt bekommen haben und den auch dürfen brauchen. Und schlussendlich ist es dann darauf rausgelaufen, dass ich dem Ganzen habe so eine Übernahme gemacht, nämlich nachhaltige Nächstenliebe. Und es geht auch ja, eben auf den barmherzigen Samariter über, also indem wir uns auch Gedanken machen können, wie können wir die Nächstenliebe nachhaltig leben, so dass wir unseren Nächsten weiterhelfen und dass wir nicht ausgenutzt müssen werden. Ja, finde ich sehr schönen, also sehr schönen Gedanken oder einen richtigen Gedanken, weil oder wenn man eben das Modell oder das, die Idee vom, eben mit dem Fisch, die du erzählt hast, oder wenn man den Leuten immer nur einen Fisch gibt, dann macht man sie ja auch abhängig. Also ist der letztendlich gar nicht im nächsten Liebe, weil man ja die Leute in die Abhängigkeit führt und eben nicht in die Selbstständigkeit. Und von dem her finde ich das tatsächlich, eben, man muss auch immer Rechenschaft darüber abgeben, ist jetzt so, ja, angebliche Barmherzigkeit jemandem gegenüber, hilft es ihm wirklich weiter oder zementiert es eigentlich einen Platz wie seine Hilflosigkeit? Und von dem her ist das eben eine Herausforderung, auch die Nächstenliebe zu leben. Und darum glaube ich eben tatsächlich, dass es wirklich auch eben aus der Gottesbeziehung rauskommt. Also, dass man eben nicht nur die Horizontale hat zum Nächsten, sondern auch die Vertikale zu Gott, wo man nachher irgendwo merkt, wo vielleicht auch Weisheit reinkommt, wie man eben mit Leuten, die jetzt unsere Nächstenliebe brauchen, soll umgehen. Und dann manchmal sieht das vielleicht eben anders aus, als man einfach so aus den Emotionen raus würde reagieren. Mhm. Gut, sehr spannende Ansätze, die man da gehört. Es gäbe, glaube ich, noch mega viel zu besprechen zu diesem Thema. Und es gäbe, glaube ich, noch 100 andere Fragen, die man könnte stellen zu dem Thema Nächstenliebe. Wir haben jetzt nochmal die eine bekommen. Hat jemand von euch noch etwas zu ergänzen zu dieser Frage? Oder noch eine Antwort anzufügen? Ja, ja, vielleicht noch ergänzend zu dem, was der Karl Lukas gesagt hat, in dieser, dem Gebot, wo eben nicht nur das untereinander ist, die Liebe untereinander ist, sondern auch die Liebe zu unserem Vater da auch noch drin spielt. Auch noch ein Bild, wo ich auch über YouTube, über eine Predigt entdeckt habe. Das ist das Bild von einer Vase. Und die Nächstenliebe soll ja nicht so sein, dass wir Wasser aus dieser Vase rausnehmen und einfach nur mehr geben. Und dann auch das letzte Tröpfchen vergeben. Das ist eine Liebe, wo wir auch von unserem Vater erfahren dürfen. Einer, der unser Glas immer wieder füllt. Und eigentlich sollte der Sinn von dieser Nächstenliebe nicht sein, dass wir aus dem Glas rausnehmen, aus dieser Vase, sondern dass unsere Vase mit dem Wasser überläuft und wir so die Nächstenliebe leben können. Und das habe ich ein sehr cooles Bild gefunden, wo es ja einerseits auch wieder zeigt, dass es nicht echt die Liebe untereinander ist und auch zeigt, dass wir dabei unterstützt werden von Jesus und unserem Vater im Himmel, dass er uns auch wirklich auch die Liebe gibt, die wir dann weitergeben können.
Ja, ich finde das tatsächlich auch noch, einfach, was mir sehr geholfen hat, oder was mir irgendwie so ein bisschen Erleuchtung ist geworden in diesem Zusammenhang, ist, dass wenn ich weiss, dass Gott mich nächst liebt und viel mehr liebt, als ich ihn kann lieben, und ich weiss, dass Gott mich liebt, dann wer bin ich auch, dass ich mich nachher über den Nächsten heben oder den Nächsten verurteilen kann. Das war ja auch ein Thema in deiner Predigt, ist so, den anderen klein zu machen und so. Und wenn ich das so von Gottes Perspektive her anschaue, dann ist die Option wie gar nicht vorhanden, weil es ist so wie das Gebot vom Vergeben, oder? Vergib du uns, so wie wir unseren Schuldigen vergeben, ist dort im Prinzip das Gleiche, oder? Du liebst uns so fest, dann wie kann ich dann nachher meinen Nächsten nicht auch gerne haben, wenn ich in Beziehung mit dir stehe? Ja, merci vielmal für eure Antworten und Offenheit. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich glaube, wie schon gesagt, wir könnten da noch relativ lang über das Thema reden. Mir persönlich würde jetzt noch ein bisschen wundern, wie das für dich war, Yamin. Und ich weiss, Karl Lukas, du hast auch Fragen noch, die dich interessieren würden. Und darum würde ich sagen, wenden wir uns doch noch ein bisschen dem zu. Ja, also ich habe es wirklich cool gefunden, die Predigt und die Auftritt. Mich hat einfach Wunder genommen, schlicht und einfach. So, woher hast du die Motivation genommen? Was hat dich dazu geführt, dass du denkst, ich packe es, ich will die Predigen an diesem Kirchensonntag? Ja, dazu ist es gekommen, dass ich und Sven da die Jungen haben wollen animieren, da mitzuhelfen. Und schlussendlich haben sie dann mich gefragt, ob ich die Predigt machen will. Und zugestimmt oder das Ja zu dieser Predigt habe ich gegeben, weil ich schon durch meine jüngsten Andachten durfte erfahren, dass für mich so eine Andacht und eben jetzt auch die Predigt zu schreiben, selber auch sehr lehrreich ist und ich auch so Zeit mit Gott kann verbringen. Und ich finde das immer eine sehr, ja, sehr spannende und lehrreiche Zeit, wenn ich selber etwas kann schreiben und kann fragen, hey, was legst du mir aufs Herz? Was soll ich weitergeben? Ich finde das sehr spannend und hat mich auch dazu überzeugt, das dann auch mal in einem grösseren Rahmen zu machen und eben die Predigt zu übernehmen, Gedanken zu dir zu machen und die schlussendlich dann auch zu halten. Das ist wirklich so, ja, der Hauptgrund war, dass ich mich darauf gefreut habe, Zeit mit Gott zu haben und zusammen mit ihm etwas zu machen, was ich dann mit den Leuten teilen kann. Und jetzt vom Thema her, ist das einfach etwas, das dich beschäftigt hat schon länger? Oder ist das jetzt etwas, das du extra für das hast, für die Predigt hast angeschaut? Nein, das Thema hat mich schon länger beschäftigt. Nicht in dem Rahmen, wie ich es dann in die Predigt aufgenommen habe. Ich weiss noch, ich und Sven, ich glaube, es dann zumal noch ein bisschen darüber gewitzelt, von wegen, ja, es kommt dann sicher so Liebe deinen Nächsten und so ein bisschen dort in die Richtung etwas. Und zuerst bin ich beschäftigt hat mich vor allem, dass die leistungsorientierte Gesellschaft
und habe das mir Gedanken gemacht und ja, bin dann am Schluss bei dem gelandet, dass die Antwort uns Jesus darauf gegeben hat, indem das wir nicht so urteilen, sondern unsere Nächsten mit all ihren Ecken und Kanten so akzeptieren und lieben und eben auch aufgreifen, dass das zweitwichtigste Gebot teilweise, wie es ich und Sven dann zumal so ein bisschen als Floskel genutzt haben, eigentlich viel mehr aussagt. Und so habe ich wie einerseits das etwas gehabt, das mich schon länger beschäftigt, wo ich mir schon mehr Gedanken dazu gemacht habe, wo mich heute noch beschäftigt, aber andererseits so etwas, das neu dazugeflossen ist und das ich neu erkannt habe, während dem ganzen Prozess von Anfang bis Schluss von dieser Predigt. Merci. Ja, und dann ist dann der Sonntag gekommen. Und wie war es jetzt für dich, vorher zu stehen? Also ich weiss noch, vor dem Gottesdienst sind wir noch heute zusammengestanden, wir haben noch gebetet vorher. Und dann hast du gesagt, jetzt muss ich da noch schnell auf das WC, noch schnell als Angst beißen. Aber wie war es dann so für dich, vorher zu stehen? Ja, lustigerweise, der Angst beißen, es hat nicht gelangt. Ich habe die ganze Predigt auf das WC müssen. Aber ja, im Gimmer hatte ich das auch schon gehabt, dass ich da vor Leuten musste stehen. Und für mich hat es immer grössere Überwindung gekostet, da mal anzufahren. Aber wenn ich dann auch drinnen war, bin ich wie so in meinem Element drin und habe das gar nicht gemerkt. Das, oder gar nicht wahrgenommen, dass da so viel zuhören. Vielleicht, weil ja, so wenig in der Kirche in sich war und nur eine Kamera da gestanden ist, das kann ich nicht sagen, aber für mich braucht es am Anfang viel Überwindung, aber wenn ich dann angefangen habe, merke ich, wie ich Ruhe bekomme und dann wirklich auch das kann liefern, was ich nicht liefern. Also es ja, ist nichts ganz Neues war durch die vielen Vorträge und Referate, die ich im Gimmer hatte. Aber ja, es war gleich noch etwas anderes gewesen. Und die Nervosität war auf eine andere Art und Weise bis zum Anfang da gewesen, als ich dann angefangen habe, ist das wie auch bei den anderen Vorträgen ist die langsam gesunken Nervosität. Hey, die Vorträge im Gimmer doch noch etwas gebracht. Ich finde, du hast das auch wirklich sehr gut gemacht. Und etwas würde mich zum Schluss jetzt noch wundern. Du hast ganz am Anfang vor der Predigt gesagt, oder das Thema war also ein bisschen das Leben in den Wegen, in Weltwegen gewesen. Und ganz am Anfang hast du gesagt, dass je nachdem, wer man fragt, du schon Wegeerfahrungen hast oder nicht. Und hast du mit deinen Eltern jetzt schon darüber reden können? Nein, wir haben nicht über das geredet. Das haben wir so im Raum stehen lassen. Wie ich es hier in der Predigt erwähnt habe. Ich glaube, das lassen wir auch so, weil ja, zu einer einheitlichen Antwort werden wir da sehr wahrscheinlich nicht kommen. Okay. Ja gut, dann möchte ich euch zwei ganz vielmal Merci sagen, dass ihr euch da in Zeit genommen und eure Ansichten zu diesen Fragen habt geteilt. Ja. Merci dir, Sven. Ja, ebenfalls. Merci dir. Tust du da all das Elektronische auch machen und hast du dich dazu bereit erklärt, da auch mitzuhelfen? Ja, gern geschehen. Und wenn ihr das eine coole Sache findet mit dem Podcast da draussen, dann schreibt uns doch. Oder wenn ihr da Ideen habt, was wir da noch rausholen können, meldet euch. Wir sind da relativ offen und sind wirklich etwas am Suchen, wo wir so eine Möglichkeit schaffen können, dass sich die Leute irgendwie mehr noch einbringen können. Es soll auch nicht ein Ort sein, wo vielleicht nur für die Pfarrer ist oder das Gespräch mit dem Pfarrer ist, sondern es soll wirklich auch die Möglichkeit bieten, dass so andere sich einbringen können. Und wenn ihr da mal Interesse hättet, so bei einem Podcast dabei zu sein oder wenn ihr das weiter gerne hören würdet, dann schreibt uns.
meldet euch und dann können wir das sicher irgendetwas umsetzen. Hat jemand von euch zwei zum Schluss noch ein Wort für alle? Nein. Ich habe da nichts mehr. Also es war jetzt das erste Mal gewesen, so etwas und ich habe es noch cool gefunden. Ich weiß nicht, wie es dann daherkommt. Ich muss dann auch hören und dann wird wieder rot vor Scham, wenn ich es höre. Aber ja, es hat mich vorhin wirklich gerade gedacht, es wäre eben noch cool, wenn man dann einfach so ein paar zusammengewürfelte, einfach das so ein bisschen über den Gottesdienst, über die Predigt könnte diskutieren. So wie wir es jetzt hier gemacht haben, aber eben mit Leuten, die das Gefühl haben, oh, das würde ich jetzt noch gerne machen. Das könnte man vielleicht auch mal ausprobieren. Genau, und für die, was wir noch nicht gemerkt haben, wir hocken nicht alle im gleichen Raum. Wir sind alle bei uns daheim. Also es ist schon von dem her möglich für alle eigentlich da. Also ihr müsst nicht extra ins Kids kommen oder wo immer, sondern wo ihr auch seid, könnt ihr an diesem Podcast teilnehmen. Wir arbeiten da mit unserem Discord-Kaffee, den wir eingerichtet haben. Und ja, eben, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr es cool findet, dann meldet euch und dann würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuhören und dann bis das nächste Mal.